Die Corona-Krise hat den ohnehin großen Bedarf an psychologischer Betreuung in unserer Gesellschaft nochmals deutlich erhöht. Aus einer im Vorjahr in Südtirol durchgeführten Untersuchung geht hervor, dass Kinder und Jugendliche, die seit Beginn der Corona-Pandemie mit massiven Veränderungen in ihrem Alltag konfrontiert waren, zunehmend von psychosozialen Verhaltensauffälligkeiten und Angststörungen betroffen waren und noch immer sind. Hinzu kommt jetzt auch ein neuer Aspekt, ein aktueller Aspekt, nämlich jener des Krieges in der Ukraine, welcher erneut Angst auslöst. Auch hier, gerade bei Kindern, bei Jugendlichen, aber auch bei Senioren. Fakt ist, dass quer durch die Gesellschaft die Nachfrage nach psychologischer Betreuung gestiegen ist und wirklich akuter Handlungsbedarf besteht, vor allem auch im Hinblick auf die hohe Zahl an Suiziden, die in Südtirol Jahr für Jahr zu beklagen sind, aber in der politischen Diskussion zu wenig Beachtung gefunden haben. In Südtirol haben wir zwar ein relativ breit aufgestelltes Angebot, gerade auch was den psychologischen Dienst anbelangt. Aber man sagt uns immer wieder, dass dieser ausgelastet ist, dass es lange Wartelisten gibt, da die Nachfrage an Betreuung stark angestiegen ist und der öffentliche Sektor die Nachfrage allein nicht mehr abdecken kann. Wartezeiten, gerade bei Notfällen, können fatale Folgen haben und da ist kein Aufschub möglich. Es gilt daher, die Wartezeiten zu minimieren, um einen zeitnahen Zugang zu Therapien, aber auch zu Gesprächen, zu Begleitung oder zu Coaching zu ermöglichen. Die Inanspruchnahme eines privat praktizierenden Psychologen ist aber oft in vielen Fällen mit finanziellen Hürden verbunden. Und das sollte es eigentlich nicht sein. Es braucht also pragmatische Lösungen, um ein ausreichendes Angebot für die Nachfrage zu schaffen. Wir haben uns mit mehreren freiberuflichen Psychologen unterhalten und die haben uns den Vorschlag gemacht, dass es in dieser besonderen Zeit wichtig ist, eine stärkere Einbindung und Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen psychologischen Dienst einerseits und dem privaten Psychologen andererseits zu ermöglichen. Kein Gegeneinander, kein Wettkampf, sondern wirklich als Beitrag, um Wartezeiten abzubauen und allen, die den Bedarf haben, egal in welcher Form, eine rasche psychologische Betreuung garantiert werden kann. Mit unserem Beschlussantrag fordern wir die Landesregierung dazu auf, Patienten, die Kosten für eine Behandlung durch private Praxen und Psychologen unabhängig von ihrem Einkommen rückzuvergüten. Gleichzeitig soll die Akkreditierung von privaten Psychologen so weit wie möglich vereinfacht und entbürokratisiert werden, um das Angebot rasch auszuweiten. Ziel muss es sein, Menschen in seelischen Notsituationen verlässlich und schnelle Hilfe zu bieten, Wartezeiten massiv zu reduzieren und den psychologischen Dienst im Sanitätsbetrieb zu entlasten.